Spannung, das sowieso schon mal. Ja. Ja, wie immer, Dortmund live, Nervenspannung bis zuletzt. Herzschlagfinale, 5 Minuten zu lange gespielt. Lewandowski hat wahrscheinlich nach dem Spiel ausgesehen wie ein Boxer, nehme ich mal an. Dank seines Gegenparts Gomez. Und ansonsten verdient, verloren und weitergekommen. Danke. Ja. Apfel, was ist dein Rekord bei dir? Also in mir vorgegangen, ein halber Liter Krombacher. So, und danach nur noch ein Glücksgefühl, wir sind weiter und ansonsten Borussia pur und besser geht's nicht. Heute Abend spielt Bayern gegen Barcelona, einer der beiden wird unser Finalgegner sein, einer ist sehr wahrscheinlich. Ja. Was glaubt ihr, wer kommt weiter und was wird in London passieren? Bayern. Bayern verliert 5-1. Nein, Bayern kommt weiter. Bayern gegen Bayern. Aber ansonsten wäre es schon gut, deutsch-deutsches Finale in Wembley, passt. Dortmund gewinnt. Genau. In Wembley gewinnt. Und in Wembley gewinnt Dortmund 3-1. Also die erste Viertelstunde war schlimm. Und dann haben die Borussen sich unheimlich toll eingekriegt. Und der, was sie mit Lewandowski gemacht haben, das war absolut unfair. Und das Einzige, was mir daran gefallen hat, dass Lewandowski nachher so eine Wut gehabt hat und hat den Ball gegen die Latte geknallt. Und wenn er ein paar Zentimeter tiefer gegangen wäre, meiner Meinung nach wäre es dann erledigt gewesen. Die Nachspielzeit waren die schlimmsten 5 Minuten meines Lebens gewesen. Und wenn diese 5 Minuten haben gefühlte mindestens 15 Minuten gedauert und danach war ich fix und fertig. Das stimmt. Also es grenzt schon an Körperverletzung mit dem 2-0. Ich habe auch nur gebetet, bitte nicht nur der 3-0, weil dann ist alles vorbei. Und so halt nicht mehr als nötig. Ne? Mal gucken, heute ist kein Fußball, heute spielen die Bayern. Und naja, wir werden sehen, was die daraus machen. Wäre natürlich nicht das Schlechteste, wenn wir dann mit dem im Finale wären, um endlich diesen Satz, Dortmund ist der leichtere Gegner, wegzupusten. Das wäre natürlich die Geilheit. Ja, das Spiel haben wir in der Westfalenhalle geguckt, auf 7 Tablets im VIP-Bereich und natürlich ohne Ton, weil den Ralf kannst du ja sonst nicht anhören. Ja, ansonsten, nach 75 Minuten habe ich eigentlich gedacht, das Ding ist durch. Als dann 1-0 oder das 2-0 passiert, sind wir natürlich schwer nervös geworden. Und ja, als natürlich der Abpfiff war, nach endlich mal 97 Minuten, war natürlich, sind die Dämme gebrochen. Und ja, die Emotion war natürlich groß und jetzt wollen wir natürlich den Pott da holen. Finale, oh, Finale, oh, erste Runde. Ja, geguckt habe ich es mit einem Arbeitskollegen zusammen, da der Sky hat, ich habe keinen Sky. Gedacht habe ich, ja, ach du Scheiße, nicht sowas wie wir gegen Malaga veranstaltet haben, kurz vor Schluss. Und was war die dritte Frage nochmal? Was ging nach Abpfiff in dir vor? Nach Abpfiff? Erleichterung, Glück, Freude, London, alles, so ein Film, alles gut, super. Ja, wir haben das Spiel geguckt mit ca. 15 Personen und unsere Stadtwerke. Bei dem 2-0 für Real war die Stimmung natürlich sehr tief im Keller. Aber ich denke mal, unsere Jungs haben das relativ gut gemeistert und ich freue mich auf Wembley. Ja, also ich habe das Spiel zu Hause mit meiner Frau auf der Couch geguckt. War natürlich den ganzen Tag schon super angespannt und je näher die Zeit kam, dass das Spiel angepfiffen wurde, desto nervöser wurde ich. Erste Viertelstunde war natürlich sehr heikel. Zigmal von der Couch aufgesprungen, in eine Couch vergraben. Aber das haben wir ganz gut überstanden. Dann haben wir uns ja ein bisschen lösen können von dem Druck. Hatten ein paar gute Chancen, die wir leider nicht verwertet haben. Im Laufe des Spiels habe ich eigentlich immer mehr, genau wie die Mannschaft, mehr Sicherheit gefunden und war mir eigentlich sicher, dass das Ganze relativ gemütlich über die Bühne geht. Leider ist ja dann kurz vor Schluss noch das 1-0 gefallen und dann war die Anspannung riesengroß.
ja, ständig Geschreie im Wohnzimmer, ich immer aufgesprungen, meine Frau konnte schon gar nicht mehr hingucken. Die Katzen durch das Geschreie, schon alle ganz verschreckt, haben das Wohnzimmer verlassen. Ja, dann wurde es immer enger, immer enger, immer enger und zum Glück kam dann irgendwann der Abpfiff und da war einfach nur noch grenzenlose Erleichterung und ja, wir lagen uns in den Armen, haben uns gefreut und bin dann ganz erleichtert und friedlich eingeschlafen. Ganz im Gegenteil zu den ganzen anderen Spielen vorher, wo ich danach überhaupt nicht pennen konnte. Ja, das war's eigentlich. Wie haben Sie das Spiel gestern erlebt? Ja, ich habe das mit vielen anderen Fans, auch mit meiner Familie gesehen in der Nähe des Stadions. Da war auch eine ganz gute Atmosphäre, natürlich nicht so wie im Stadion. Aber wir haben uns natürlich darüber gefreut, dass beispielsweise die erste Halbzeit torlos geblieben ist. Weil das schon eine kleine Vorentscheidung war, dass die Madrilenen da offensichtlich doch nicht, trotz allen Drucks, den sie aufgebaut haben, in der Lage waren, ein Tor zu machen, obwohl sie sehr gute Chancen hatten. Was haben Sie bei den Gegentoren gedacht? Bei den Gegentoren habe ich gedacht, nicht schlecht, aber zu spät. Weil, dass die noch drei Tore schaffen würden innerhalb von etwa 10 Minuten, das habe ich ihnen nicht zugetraut. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als das 1:0 gefallen ist, weil ich gesagt habe, wenn beispielsweise der Lattenkracher von Lewandowski, der dann knapp vor die Linie gesprungen ist, ein bisschen tiefer angesetzt gewesen wäre, wäre der reingegangen. Dann hätte man auch das erste Tor von den Madrilenen noch gelassener wahrnehmen können. Und beim 2:0 habe ich gedacht, naja, also es wäre schön gewesen, wenn nicht nur Lewandowskis Tor, sondern auch Gündogans Tor gekommen wäre, wo der madrilenische Torwart super gehalten hat, wo Ilkay sicherlich auch ein bisschen höher hätte ansetzen können, dann wären die beiden Tore drin gewesen und wir hätten mit den Madrilenen-Toren überhaupt nicht mehr das Problem gehabt. Aber ich habe ihnen nicht zugetraut, dass sie noch eins machen, also drei Tore machen. Insofern war ich eher gelassen. Und bei Abpfiff, was ist Ihnen im Kopf gegangen? Bei Abpfiff habe ich mich an meinen Tipp erinnert, den ich im September abgegeben habe, den ich bei mir in den Terminkalender eingetragen habe, 25. Mai, Wembley, BVB gegen FC Barcelona und habe deshalb gesagt, insofern hast du da schon mal recht gehabt und dann gesagt, okay, morgen Abend wird sich erweisen, also heute Abend in dem Spiel gegen München, zwischen München und Barcelona, ob auch der zweite Teil meines Tipps passt. Wenn ich Unrecht behalte, dann werden wir den Münchnern schon jetzt am Samstag erstmal zeigen, wie sich eine Niederlage gegen Dortmund anfühlt. Sie haben es vorhin auf der Bühne erwähnt, Sie wollen den Bürgermeister von London anschreiben. Warum? Ja, ich habe das nicht auf der Bühne erwähnt, aber ich habe gesagt, dass ich durchaus in Erwägung ziehe, weil wir ja nach der Auslosung in London ein Heimspiel haben, dass ich den Boris Johnson fragen werde, ob er nicht für einen Tag an dem Spaß teilhaben möchte, dass ich dann auch an seiner Stelle London oder wenigstens Wembley sozusagen nach Dortmund eingemeiden kann, damit wir tatsächlich ein Heimspiel haben. Da er und ich relativ ähnlich aussehen, fällt das der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht auf. Und wir hätten da so einen kleinen Spaß am Rande, um sozusagen alle Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass egal wie der Gegner heißt, wir Champions League-Sieger 2013 werden. Ja, das Spiel gestern habe ich dann am Radio verfolgt. Und das war schon meine Frau im Wohnzimmer, ich in der Küche. Und dann bin ich immer hingelaufen, immer noch 0-0, immer noch 0-0. Und dann irgendwann 1-0, aber in 14 Minuten oder in 8 Minuten können die ja keine drei Tore mehr schießen. Und dann war es 2-0 und dann habe ich das Radio lauter gemacht. Und als dann Abpfiff war, haben sie hinterher eine gute Musik gespielt von Borussia. Und dann habe ich das Radio ganz laut gemacht. Also war schon emotional, war schon toll. Prima, haben sie gut gemacht. Ja, wir haben das Spiel bei unseren lieben Freunden, den Osthäusern, am Fernsehen verfolgt. Ich war total entspannt bis zur 82. Minute. Und dann, ja, dann wurde es ein Thriller, wie man es nicht anders kennt von unserer Borussia. Und so war es natürlich umso schöner am Ende die Erleichterung. Wir lagen uns in den Armen, haben Sekt aufgemacht. Und ja, heute die frische Luft, die haben wir auch nötig, um dann wieder in Form zu kommen. Aber jetzt freuen wir uns aufs Finale und dann hauen wir den Bayern 1 über den Kübel. Hoffe ich mal. Yeah.